Wir schauen uns heute die Operationsverstärker an. Wir sind durch jetzt in der Mitte vom Kurs, Block 50. Wir haben es quasi schon halb geschafft. Also wir schauen uns die Operationsverstärker an, die uns dann jetzt auch die nächsten, weiß ich nicht, vier Kursabende oder so beschäftigen werden. Ein Operationsverstärker ist ein Bauteil mit drei Anschlüssen, wenn man die Versorgungsspannungen nicht mitrechnet. Das ist nämlich unser erstes aktives Bauteil. Also mit aktiven Bauteil ist das so eine Sache. Beim aktiven Bauteil geht man quasi davon aus, dass das eine Energiequelle eingebaut hat. Und wenn ich das linke Symbol verwende, dann verhält sich das auch wirklich so, wie wenn es eine Energiequelle eingebaut hat, weil das kann am Ausgang alle möglichen Spannungen erzeugen, ohne vom Eingang Energie zu nehmen. In Wirklichkeit natürlich hat dieses Bauteil keine Energiequelle eingebaut, sondern das hat nicht drei, sondern fünf Anschlüsse. Und die beiden zusätzlichen Anschlüsse sind einfach Plus und Minus, wo dann die Energie in den Bauteil hineinkommt. Für die meisten Dinge, die wir uns anschauen mit Operationsverstärkern, ist es viel einfacher, sich vorzustellen, dass der Operationsverstärker eine eingebaute Energiequelle hat und dann verwendet man nur dieses linke Symbol, wo wir zwei Eingänge haben, die Plus und Minus heißen. Und das darf eben nicht wechseln, die heißen Plus und Minus, aber das ist nicht die Spannungsversorgung, sondern das ist einfach der positive und negative Eingang und einen Ausgang. Was ein Operationsverstärker macht, am einfachsten ausgedrückt, der ist im Wesentlichen ein Differenzverstärker, der misst die Spannung zwischen den beiden Eingängen und gibt sie verstärkt am Ausgang wieder. Das kann man sagen, wie kann er die Spannung verstärkt am Ausgang wiedergeben, weil er hat ja nur einen Ausgang und für Spannung brauche ich ja zwei Dinge. Und da kommt eben mit dazu, dass er halt in Wirklichkeit mehrere Anschlüsse hat und dann nimmt er zum Beispiel den unteren hier als Ground und gibt eben das, was er am Eingang hat, dann wieder relativ zu diesen Versorgungsspannungen her. Gut, das heißt, die Idee ist, die Ausgangsspannung ist eine Funktion der Eingangsspannungen, nämlich, wenn ich da einfach mal zeichne, und dann haben wir Minus und Plus. Dann haben wir hier unsere Ausgangsspannung und dann haben wir da zwei Eingänge. Nehmen wir jetzt U plus und U minus. Dann ist einfach U out. Die Differenz zwischen diesen beiden mal einen Verstärkungsfaktor K. Die idealste Art, wie wir einen Verstärker haben wollen. Dann nehmen wir diese Differenz, verstärken die mit irgendeiner Zahl und das sehen wir dann am Ausgang. Dieser Verstärkungsfaktor K, der ist aber in der Regel sehr, sehr groß. Also wir haben mit Transistoren Verstärkungen gemacht und haben Verstärkungen gemacht von so, also Verstärker gemacht, die Faktor 100 verstärken oder auch mehr. Hier ist es durchaus üblich, dass dieses K in der Größenordnung von einer Million oder von mehreren Millionen ist. Also der verstärkt wirklich, wirklich, wirklich extrem. Und darum, wie wir das nachher sehen werden, verwendet man den meistens nicht einfach so, dass man sagt, da sind die beiden Eingänge und ich möchte das jetzt um Faktor 10 verstärken. Also suche ich einen Operationsverstärker, der irgendwie ein K von 10 hat, weil sowas gibt es nicht. Ich habe einen Operationsverstärker mit einem ganz, ganz großen K, mit einer ganz großen Verstärkung. Und wir werden uns dann anschauen, wie wir Schaltungen bauen können, die diese große Verstärkung nutzen, um eine bestimmte Verstärkung zu erreichen. Und der wesentliche Teil hier ist, dass dieses K zwar sehr, sehr groß ist, aber trotzdem unbekannt. Also wir wissen, es ist vielleicht in der Größenordnung von einer Million oder von 10 Millionen und danach können wir auch Bauteile aussuchen. Aber es ist nicht so, dass ich genau den einen Chip habe und der hat eine Verstärkung von 2 Millionen und für 3 Millionen habe ich einen anderen Chip. Sonst kann es sein, dass ich zwei Chips nehme, steht wie gesagt das gleiche drauf. Der eine hat eine Verstärkung von 2 Millionen, der andere Verstärkung von 3 Millionen. Und ähnlich wie wir das bei den Transistoren schon gehabt haben, dass wir uns dann überlegen, wir machen wir Schaltungen, die immer das gleiche Verhalten haben, auch wenn diese Parameter schwanken, haben wir hier das gleiche nochmal. Wir haben einen Parameter, der schwankt und wir werden dann uns anschauen, wie kann man Schaltungen machen, sodass dieses K quasi nicht ins Gewicht fällt, solange es nur groß genug ist.
Das ist unsere Idee. Beim Differenzverstärker haben wir ein Bild gemacht. Da haben wir die Ausgangsspannung gezeichnet als Funktion von der Differenz der Eingangsspannungen. Wie schaut dieses Bild aus jetzt hier? Logarithmisch. Ja, es würde irgendwie so ausschauen, ne? Was ist hier? Die Versorgungsspannung. Genau, da ist die Versorgungsspannung. Also nach diesem idealen Modell geht das natürlich unendlich weiter, aber nachdem wir wissen, in Wirklichkeit habt ihr gar keine Energiequelle eingebaut, sondern ist einfach an das angewiesen, was wir von außen zuführen, hört es irgendwann auf und dann ist ein Maximum oder ein Minimum erreicht. Sagen wir versorgen den mit, weiß ich nicht, plus minus 12 Volt und der hat Rail-to-Rail-Ausgänge. Das heißt, er kann wirklich gehen bis plus minus 12 Volt. Was ist das für, wie groß wird diese Spannung sein? Wo der was Sinnvolles tut und nicht einfach am einen oder anderen Extrem festklebt. Ja, ein paar Millivolt. Ich würde sogar noch was oben drauf legen und sagen, eher eine Größenordnung von Mikrovolt. Also unglaublich klein. Wir werden quasi in der Regel, wenn wir einen Operationsverstärker haben, nicht einen praktikablen Aufbau finden, mit dem wir die Steilheit von dem hier messen können. Sondern wir werden im Wesentlichen sehen, es gibt so einen Punkt, da ändert sich der Ausgang von negativ auf positiv. Und wenn wir einfach mal annehmen, dass das nicht beliebige Sprünge machen kann, dann sagen wir, okay, dazwischen wird es wohl einen Bereich geben, wo es irgendwie nicht ganz negativ und nicht ganz positiv ist, aber wir werden das nur sehr, sehr schwer beobachten können. Da ist der Grund, warum das ein paar Mikrovolt oder was sind, ist der Grund, deswegen, weil die Verstärkung so groß ist? Ja, weil die Verstärkung so groß ist, ist das ja so steil. Okay, aber das heißt, wenn ich die Beschaltung so habe, dass ich angenommen eine Verstärkung von 10 Volt habe, eine Verstärkung von 10 habe, dann könnte es ja wohl mit 1 Volt. Genau, aber dann betrachten wir quasi nicht nur dieses Bauteil alleine, sondern schon eine gesamte Schaltung. Aber wie ist das jetzt eigentlich? Man baut ja sowas sozusagen aus irgendwelchen Teilen zusammen. Ja. Haben diese Teile diese inhärente Eigenschaft oder will man das so bauen, damit das so günstig ist? Das ist sehr günstig, dieses Verhalten. Und die Operationsverstärker, die haben... In älteren findet man in den Datenbanken noch die Innenbeschaltung, in neueren leider nicht, ich finde das sehr schade. Und wenn man sich das anschaut, wird dieses Problem, ein Bauteil zu bauen, einfach mit dieses Verhalten hat, mit 50 oder mehr Transistoren beworfen. Also das sind Schaltungen, die schon komplexer sind als das, was wir bis jetzt gemacht haben an Transistorschaltungen. Aber wenn man diese Schaltungen zerlegt, kommt man drauf, es sind genau die gleichen Bauteile. Also Komponenten am Anfang wird irgendeine Art von Differenzverstärker sein. Vielleicht zuerst noch eine Kollektorschaltung, um den hohen Eingangswiderstand zu erzielen, dass man hier quasi keinen Strom reinschickt, sondern nur über eine Spannung eine Information deponiert bei einem Bauteil. Dann einen Differenzverstärker. Und nach dem Differenzverstärker, nach ein bisschen hin und her, in der Regel zwei Stromquellen, die gegeneinander treiben. Weil zwei Stromquellen, die gegeneinander treiben, ist eine der besten Möglichkeiten, so große Verstärkungen zu erzielen. Wenn ich jetzt habe eine Stromquelle und eine andere Stromquelle und ich schalte so in Serie, ist das eine gute Idee in der Realität? Irgendeine wird ein bisschen stärker sein und dann... Genau. Die Stromquelle sagt, wir wollen hier 1 Milliampere haben. Und die Stromquelle sagt, wir wollen hier 0,99973 Milliampere haben. Das heißt, die möchte ein bisschen weniger, die möchte ein bisschen mehr. Und nachdem das Stromquellen sind, da kann man Spannungen anlegen, was man möchte. Die wird immer ein bisschen weniger wollen und die wird immer ein bisschen mehr wollen. Das heißt, die gesamte Spannung wird an der unteren Stromquelle
hier die abfallen, die versucht der Last entgegenzukommen. Sagt, weniger Spannungsabfall an dir, du hast zu viel Strom. Und hier, der wird quasi klein werden und sagen, meine Last da unten, die will noch zu wenig Strom, ich muss der mehr Spannung geben. Und am Schluss wird die gesamte Spannung hier abfallen. Und wenn ich jetzt den Referenzstrom hier ändere um 0,00003 mA, dreht sich es genau um, weil die ist dann um 0,00003 mA größer und wir haben das Spiel in einer anderen Richtung. Natürlich, wenn das perfekte Stromquellen sind, also wenn das ganz perfekte Stromquellen sind, dann hat das keine Lösung, diese Schaltung hier. Das kann ich mathematisch nicht lösen, weil die quasi eine Bedingung setzt und die eine Bedingung setzt, die nicht beide erfüllt sein können. Wenn das ein bisschen reellere Stromquellen sind, dann können die halt nur eine maximale Spannung liefern. Und dann haben wir genau dieses Verhalten, das wir haben wollen, dass es an einem ganz, ganz engen Punkt vom einen Extrem ins andere gibt. Wenn das noch reellere Stromquellen sind, dann werden die das auch nicht ganz so hart machen. Und dann habe ich da vielleicht hier ein paar Stellen zu viel. Aber das Prinzip ist trotzdem das gleiche. Ich nehme einfach zwei Stromquellen, lasse die gegeneinander treiben und damit habe ich einen sehr, sehr guten Verstärker. Aber der Nachteil ist, ich kann eben nicht sagen, wie gut der Verstärker ist. Ich kriege so ein unglaublich hohes K raus, das in der größten Ordnung von bis zu mehreren Millionen liegen kann. Aber das genau zu dimensionieren und zu sagen, das ist die Zahl, das ist eher schwierig. Und wenn man die beiden Eingänge kurz schließt, liegt er dann doch auf einem der beiden Ausgangsversorgungsbedingungen an? Dazu kommen wir eh noch. Steht es nicht sogar da? Hier, wir werden im weiteren Verlauf feststellen, dass es für die meisten Schaltungen nicht so wichtig ist, welcher Ausgangspegel dem Fall Uin ist gleich, also Uin plus ist gleich Uin minus entspricht. Das kommt dann gleich, wir werden dann die Kenngrößen von Obdachsverstärkung anschauen und da sehen wir dann die Offset-Spannung. Und aufgrund dieser Offset-Spannung ist das quasi nur ein rein theoretisches Ding, das man sich überlegen kann. Ein theoretischer Operationsverstärker, was macht er in dem Fall? Ein praktischer wird diesen Umschaltpunkt nicht genau dort haben, wo diese beiden Spannungen gleich sind, sondern ein bisschen versetzt, dass er quasi umschaltet, wenn die eine vielleicht ein Millivolt höher ist als die andere. Also liegt er doch an einer der Versorgungsspannungen da. Und genau, damit liegt er in dem Fall an einer der Versorgungsspannungen und es macht quasi keinen Sinn, sich zu überlegen, was ist denn der Referenz-Nullwert, weil bei einer so großen Verstärkung ein kleiner Offset an den Eingängen einfach bewirkt, dass wir diesen Scope ganz schnell verlassen, der zwischen den beiden Versorgungsspannungen liegt. Aber wir kommen direkt zum nächsten. So. Gut, das haben wir gemacht, die Übertragungskennlinien, die haben wir gezeichnet. Beschriebene Variante, das ist noch gut. Ist aber zum Experiment gekommen, das Experiment ist großartig. Das ist eines meiner Lieblingsexperimente. Das, was wir jetzt besprochen haben, ist ein VV-Opern, also ein Spannungs-Spannungs-Opern. Und damit meint man, dass der Spannungseingänge hat und einen Spannungsausgang. Und es gibt natürlich auch andere Varianten. Welche könnte es denn noch geben? Welche anderen Varianten? Nur Strom, Strom. Okay, Strom, Strom. Strom, Spannung, Spannung, Strom. Und dann haben wir sie. Genau. Also es gibt... Genau, es gibt vier Möglichkeiten. Es gibt welche mit Stromausgang und Spannungseingang, Transkonduktanzverstärker. Es gibt welche mit Stromeingang und Spannungsausgang, Transimpedanzverstärker. Ich weiß den super fancy Namen nicht für Stromeingang und Stromausgang, das tut mir leid, hat aber sicher einen. Und die werden alle gleich mehr oder weniger, oder sind ein paar Exoten dabei? Das ist das, was man normalerweise hat, wenn man von einem Operationsverstärker redet. Und viele Leute reden da von den anderen auch nicht von Operationsverstärkern, also Strom-Strom-Operationsverstärker, sondern geben dem gleich mal einen anderen Namen. Mein Eindruck ist, es hängt davon ab, wie alt das Buch ist, das man liest. Und wenn man ein Buch liest, das in den letzten 20 Jahren gedruckt worden ist, dann ist das ein Operationsverstärker und all die anderen Dinge irgendwelche exotischen Sachen. Wenn man ein Buch liest, das etwas älter ist, dann werden die ziemlich gleich gestellt. Aber nachdem ich selber erst 30 Jahre alt bin, weiß ich nicht,
wie historisch akkurat dieses Bild von mir ist, dass das früher quasi in der Literatur und wahrscheinlich auch im echten Leben eine größere Rolle gespielt hat als heute. Also wir werden uns ab diesem Punkt eigentlich nur noch mit Spannungsoperationen beschäftigen. Wir werden später mal kurz einen Operational Transconductance Amplifier anschauen. Der ist quasi ein Operationsstärke mit einem Spannungseingang und einem Stromausgang und einem zusätzlichen Stromsteuereingang. Aber im Wesentlichen sind das die Operationsstärken von uns. Spannungen rein, Spannungen raus. Kann man auch? Ob man Widerstände vergleichen kann. Naja, implizit natürlich schon, aber es gibt kein Bauteil, das das macht. Was du aber machen kannst, ist natürlich, dass du einfach eine Schaltung machst, wo wir hier einen Widerstand hineinsetzen. Ich nehme jetzt den Strich, sonst ist es eine Sicherung. Und hier den anderen Widerstand. Und da dann jetzt jeweils noch eine Stromquelle. So, davor setzen. Eine zweite Stromquelle. Und dann haben wir links und rechts den gleichen Strom, jeweils durch den Widerstand. Aber der Spannungsabfall an den Widerständen ist natürlich widerstandsabhängig. Und damit hätten wir genau das von dir gewünschte Messinstrument. Bitte. Gut. Dann kommen wir zum Experiment. Das Experiment mit hier so einem Operationsverstärker und wir betreiben den hier als Komparator. Also es gibt eigentlich auch eigene Bauteile, die Komparator heißen, die für genau diese Art von Anwendungen gedacht sind. Wir schauen uns einen Operationsverstärker an und benutzen den quasi als Komparator. Das heißt, wir haben hier die beiden Eingänge und der Ausgang ist einfach auf High oder auf Low. Je nachdem, welcher der beiden Eingänge höher ist vom Potenzial. Und ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus. Ich habe das hier aufgebaut. Heute bist du Kamerakind. So. Ich muss noch das VLC irgendwie konfigurieren. So. Warum kommt da nichts? Capture Device. So, das hier. Sehr schön. Gut, also. Was habe ich hier aufgebaut? Also wir sehen hier, einer der beiden LEDs leuchtet. Kannst du ein bisschen mehr von oben, so dass man diese Schieber sieht? So, die beiden hier in der Mitte. Und wenn ich jetzt diese Schieber verändere, je nachdem welcher von denen höher steht, leuchtet die eine oder die andere LED. Wir können dann gerne mal in der Pause vorbeikommen und versuchen, eine Einstellung zu finden, in der beide leuchten. Und zwar, manchmal springen sie so ein bisschen chaotisch hin und her. Das ist einfach, weil ich den Schieber ein bisschen wackel, so wie ich in der Hand habe. Aber ich werde es, und ich behaupte, es geht euch genauso, ich werde es nicht schaffen, diese Schieber in eine Einstellung zu bringen, sodass beide LEDs gleichzeitig leuchten. Es leuchtet immer nur eine von den beiden. Nein, weil der Schmidt-Trigger eine Hysterese hat und der hat keine Hysterese. Aber du kannst das am Operationsverstärker einen Schmidt-Trigger bauen, das kommt auch vor. Also jetzt bin ich hier quasi ganz oben mit den beiden Regeln und wir sehen, ich kann hier verändern. Wenn ich jetzt beide runterschiebe, das gleiche hier. Aber ich kann machen, was ich möchte, es leuchtet irgendwie nie beide, sondern er springt ganz plötzlich von einem Zustand in den anderen. Okay.
die Schaltung noch nicht erklärt. Das werde ich jetzt machen. Ich wollte es erstmal herzeigen. Und ihr seid auch eingeladen, das dann in der Pause mal auszuprobieren, ob ihr das hinkriegt. So, also das ist die Schaltung. Die beiden Schieber waren halt diese Potentiometer. Und die sind de facto ja nur zwei Widerstände, wobei ich quasi die in Summe immer 100 Kilo Ohm ergeben und mal ist das ist der eine groß und der andere klein umgekehrt. Das heißt, ich kann hier quasi eine beliebige Spannung aussuchen zwischen der Versorgungs-, zwischen positiver und negativer Versorgungsspannung. Aber sehr, sehr hoch Ohm. Das heißt, ich kann da eigentlich nicht wirklich Strom rausziehen, weil ich da einen 100 Kilo Ohm Widerstand zu der Quelle hin habe. Und das gleiche hier auf dem anderen Kanal. Das eine geht in Plus, das andere geht auf Minus. Und am Ausgang haben wir jetzt das hier. Wir haben in Serie geschaltet einen Widerstand, eine Diode, noch eine Leuchtdiode, noch eine Leuchtdiode und einen Widerstand. Wenn jetzt der Operationsverstärker Ausgang dann nicht dran wäre, dann würden beide LEDs leuchten. Dann würde einfach ein Strom von hier oben nach unten fließen, durch die erste LED und durch beide LEDs. Beide LEDs würden leuchten. Wenn der Operationsverstärker auf seinem Ausgang genau ein mittiges Potenzial ausgeben würde, würden immer noch beide leuchten, weil wir hätten dann die Schaltung ja nicht verändert. Nicht? Es würde sich das mittige Potenzial von ganz alleine einstellen, also können wir auch ein mittiges Potenzial anhängen. Das ist genau das Gleiche, würde immer noch durch die erste LED und durch die zweite LED Strom fließen. Wenn aber dieser Ausgang hier ganz auf der positiven Versorgungsspannung liegt, dann fließt zwar Strom durch diese LED und durch diese durch diesen Widerstand, aber durch diese Diode kann kein Strom fließen, weil die Flussspannung nicht erreicht wird. Dazu bräuchten wir, wenn das eine normale Diode wäre, diese 0,6, 0,7 Volt, das ist eine Leuchtdiode, da bräuchte man vielleicht die 1 bis 2 Volt. Und das haben wir eben nicht, wenn wir am Ausgang hier ganz oben kleben, weil dann eben keine Spannung an dieser Diode abfällt, die ausreichend groß ist. Das gleiche ist, wenn der Ausgang von dem Operationsstärker ganz gegen Ground geht, dann habe ich keinen Spannungsabfall an dieser Diode, der groß genug wäre, um da eine Flussspannung zu erzielen. Und der Strom, der natürlich durch diese LED fließt, der fließt dann durch die LED und in den Operationsstärker hinein und dann im Operationsstärker Versorgungspin zu Ground. Das heißt, man könnte auch sagen, wenn man diesen extremen, dieses extreme Springen von hier nach da irgendwie charakterisieren möchte, dass in diesem Fall der Operationsverstärker den Ausgang einfach direkt entweder mit dem Pol seiner Versorgung verbindet oder mit dem Pol seiner Versorgung verbindet. Weil er einfach springt in die eine oder in die andere Richtung. Was würde passieren, wenn ich beide Eingänge miteinander verbinde? Dann müsste der Wechsel, in der Theorie, glaube ich es nicht, müsste am Ausgang ja wieder das mittige Potenzial sein. Ist schon der zweite, der das fragt, weil er hat es vorher schon und wir kommen jeden Augenblick dazu. Also ich habe es vorher schon mal, aber während meinen Kenngrößen gleich nochmal werde ich nochmal erklären, was da was es da auf sich hat. So. Gut, da habe ich noch eine Frage. Was fällt Ihnen an R1 und R2 auf? Und das ist wieder so eine blöde Frage, da muss man natürlich wissen, worauf ich hinaus möchte. Aber hat jemand eine Idee? Ja. Wobei Sie einmal positive Spannung oder negative Spannung. Das ist sehr hochohmig. Es ist sehr hochohmig, genau. Mit Transistoren hätte ich schwierig, so eine Schaltung zu machen. Aber mit einem Operationsverstärker kann ich das, weil Operationsverstärker in der Regel eben sehr, sehr hochohmige Eingänge haben. Also die. Es fließt natürlich ein bisschen Strom hier in den Operationsverstärker hinein. Aber je nach Operationsverstärker, die Hochohmigs, die ich kenne, die haben ein absolut Maximum von 2 Femtoampere, die da hineinfließen. Das hier wird deutlich größer sein, aber es ist eigentlich immer deutlich unter der Milliampere-Range. Also ein Operationsverstärker, der hier Bias Current hat, Input Bias Current heißt es dann, da reinfließt. Und in der Regel ist das im Mikroampere-Bereich oder noch deutlich. Und damit kann ich dann eben hier Schaltungen machen, wo 100 Kilo Ohm und so vorkommen. Und das ist, glaube ich, auch was, was einem auffällt, relativ früh, wenn man irgendwie Schaltpläne liest, bei Operationsverstärker-Schaltungen
ist es total üblich, dass man Widerstände hat, 100 Kilo Ohm, 1 Mega Ohm, 10 Mega Ohm, während man bei Transistorschaltungen vielleicht eher in dem Range von 100 Ohm, 1 Kilo Ohm, 10 Kilo Ohm unterwegs ist, also deutlich größere Ströme verwendet, als man das bei Operationsverstärkern braucht. Gut.